Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Everyone. Mit dabei ist heute Sarah. Hallo, ich bin Server. Hi. Was geht? Nicht so viel. Ich trinke Kaffee aus meiner Bongo Cat Tasse. Okay, es klingt Ich gut. mag Bongo Cat. Ja, das merkt man. Ich wüsste nicht woran. Okay, ich wüsste überhaupt nicht woran. Na also, erste Frage. Wie läuft dein Stimmtraining bisher? Ja, ich war heute erst wieder da. Und ich, wie soll ich sagen, ich mache jetzt, ich habe schon mal ein bisschen was falsch gemacht, aber das ist nicht verkehrt und ich lerne halt noch, ne? Ich bin halt noch ziemlich am Anfang und es ist nicht so schlimm, denke ich. Also ich komme mir immer noch ein bisschen komisch dabei vor, aber das wäre schon alles. Ich denke, es läuft gut, sagen wir es so. Okay, nächste Frage. Warum genau der Name Imperatrix? Der Imperatrix-Name, ja, das ist eine gute Frage. Damals habe ich ein Spiel gespielt namens Dotec GU. Das hat praktisch in jedem Teil denselben Plot. Und im zweiten Teil muss man halt, wie in den anderen auch, irgendwie so eine Arena bekämpfen und man muss dort gewinnen und da jedenfalls muss man dort immer den Imperator besiegen. Und dann hat man irgendwann halt den vorherigen Imperator kennengelernt. Und das war halt eben eine Frau. Und die hat halt irgendwann gesagt, hey, du darfst nicht vergessen, ich war schließlich die vorherige Imperatrix des Kolosseums. Keine Ahnung, wie sich das genannt hat. Und dann habe ich gesagt, wow, Moment, Imperatrix ist der weibliche Terminus von Imperator? Und ich war so ein bisschen begeistert davon. Und ich hatte es sehr lange als Gag auf Twitter. Und ich habe mich sehr daran gewöhnt, also wirklich sehr daran gewöhnt. Und dann habe ich gedacht, das ist schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Und seitdem heiße ich Imperatrix selber. Ja, das klingt gut. Nach dem Guten, ja. Also, den gibt es echt nicht so oft. Ja, es kennt auch keiner, niemand kennt dieses Wort. Also, ich meine, ich könnte nicht mal eine echte Imperatrix nennen, die in unserer Welt jemals existiert hat. Das ist so, keine Ahnung. Okay, und über was herrschst du dann genau? Bitte fahren Sie fort. Okay, über was genau herrschst du denn als Imperator? Ich wünschte, ich würde über Dinge herrschen. Dann hätte ich keine Geldprobleme. Ich herrsche über diese 40 Quadratmeter Wohnung und über ein Bongo-Cat-Plüschtier. Ich glaube, das ist erstmal, das reicht erstmal. Das ist mehr, als ich habe. Okay, welcher Videospielcharakter repräsentiert dich am meisten von der Persönlichkeit her? Puff, oh, da muss ich drüber nachdenken. Gibt es einen, der am ehesten ich bin? So, das ist schwierig. Ich sage immer gerne, Amy Rose ist so mein Idol. Dieses absolut nervige und dumme Stück Scheiße. Ich glaube, die ist schon ganz gut, aber ich weiß nicht, ob mir da noch ein besserer einfällt. Darf ich auf die Frage zurückkommen und einfach random reinschreien, wenn mir immer besseres einfällt? Ja. Das wird passieren. Ich schwöre es euch. Was wäre eher dein Spirit Animal? Eine Katze, ein Frettchen oder ein Waschbär? Woher hast du diese Frage denn? Oh, Scheiße. Hier werden Fragen geklaut, habe ich den Eindruck. Eventuell. Also, wenn du mich fragst, am ehesten wäre ich wohl ein Waschbär, halt ein, wie soll ich sagen, ich bin so ein freches Viech, welches absolut verfressen ist und auch nicht davor zurückschreut. Ich kann nicht mehr reden, der davor zurückschreckt, auch, keine Ahnung, andere dumm dastehen zu lassen, was weiß ich. Ich wäre lieber eine faule Katze oder ein verrücktes Frettchen, aber ich glaube, ich bin am ehesten ein Waschbär. Ein fettes Stück Waschbär. Mit einer Schleife. Ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Wahrscheinlich. Ich mir auch. Auf jeden Fall. Welches Genre würdest du am
Liebsten austesten im Bereich Videos. Genres im Bereich Videos. Ich weiß es nicht so genau. Also, das, was ich ja mache, mache ich eigentlich schon ganz gerne. Ich würde gerne ein bisschen mehr Bewegung in Videos reinbringen, die ich mache. Das ist, ich bin eigentlich schon mit dem zufrieden, was ich mache. Also nicht mit den Livestreams, das ist eher so, ja, kann man mal zwischendurch machen, aber so was ich jetzt. Die drei Videos, die ich auf dem Hauptkanal habe, mit denen ich zufrieden bin, mit denen bin ich auch zufrieden. Aber was würde ich gerne ausprobieren? Das war jetzt ja die Frage. Ich weiß nicht, irgendwie mal so ein. Ich glaube, ich würde gerne mal stumpf in der Gegend rumschreien oder sowas. Also, ich habe so ein paar Ideen, nur ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die niemals umsetzen würde, weil ich dafür laut in der Öffentlichkeit sein müsste und das könnte ich nicht. Aber so etwas könnte ich mir noch vorstellen, dass ich das vielleicht gerne mal ausprobieren würde. Das war jetzt sehr vage alles. Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Ja, ich denke mal schon. Aber so im Comedy-Bereich fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Okay, würdest du jemals einen Song schreiben mit etwas, was du doof findest? Wenn ja, wie würde der Song lauten? Du wirst mich niemals einen Song schreiben, sehen, hören, etwas. Was ich doof finde? Was finde ich denn doof? Ich weiß nicht, das ist. Ich finde es doof, wenn man sich den Zeh anstößt. Zählt das? Ja. Was wäre die erste Songzeile? Das wäre, glaube ich, auch die einzige Songzeile. So, dass Okay. Und vielleicht Final Fantasy 2, das finde ich auch doof. Darüber könnte man doch das zusammenmischen. Ja. Wechselt das die ganze Zeit zwischen C und Final Fantasy 2. Das ist bei mir auch auf einen Stand. So C anstößen und Final Fantasy 2, das ist schon heftig. Ja. Ja, man macht das einfach dann im Spiel. So fühlt es sich an. Also, wenn du das spielst, ich sag, es fühlt sich so an, als würdest du dir den C anstößen, die ganze Zeit. Und dann denkst du so, warum ist das so? Nichts gegen die Reihe, ich liebe die Reihe, aber der zweite Teil ist so schrecklich. Es tut mir leid, wenn ich jetzt anfange, das wird ewig dauern. Okay. Das hat für die nächste Frage. Ein Toast kann gut schimmeln, was kannst du gut? Jetzt bin ich so ein bisschen neidisch auf den Toast. Ich wünschte, ich könnte so gut schimmeln wie der Toast. Ich kann gut Leute abfacken. Ja, ich mag schon. Und ich kann mich sehr gut kurz fassen. Also, es kommt bei mir oft vor, dass, wenn ich so ein Thema habe, über das ich reden möchte, dass das dann so in, sagen wir, 30 bis 50 Minuten auch durch ist. Also, ich bin da sehr gut drin. Okay, was war für dich bisher die schwerste Entscheidung im Bereich zu YouTube? Oder allgemein? Was war die schwerste Entscheidung für YouTube? Also die allerschwerste Entscheidung, das muss ich ganz offen gestehen, das war tatsächlich, dass ich ein Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, ja moin, Kinders, ich habe einen neuen Namen und ich werde ab jetzt Frau. Ich glaube, dieses so ein Outing-Video ist immer ganz schön schwierig für einen. Also ich war so weit, dass ich überlegt habe, hey, vielleicht ist das sogar sinnvoll, den Kanal komplett aufzugeben und einen neuen anzufangen, mit halt neuer Identität und alles, sodass keiner das mehr weiß. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden und habe gesagt, gut, das ist halt jetzt ein Teil von mir. Ja, ich könnte doch darüber reden, dass ich mich ja von vielen Bekannten, mit denen ich gemeinsam den Kanal gemacht habe, getrennt habe. Und zum Schluss sogar mit dem guten Horus IP. Und ich weiß nicht, so schwer fiel mir das am Ende eigentlich auch nicht. Deshalb, ich glaube, dass das Outing war schon das Heftigste. Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwer, das dann noch so online zu stellen und auf die Reaktion. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mich vorher mit Rigo abgesprochen. Grüße gehen raus an Rigo. Der hat mir da auch so ein bisschen Unterstützung gegeben und ich habe dann gesagt, ja gut, ich mache, wenn ich dazu bereit bin und bis dahin entspanne ich erstmal. Ja. Okay.
Was würdest du dann einem 16-jährigen Ich sagen, wenn du den irgendwie triffst? Oder den? Mein 16-jähriges Ich. Also, das ist jetzt 10 Jahre her und damals war ich ein dummes Stück Scheiße. Nicht so wie heute. Heute bin ich zwar auch ein dummes Stück Scheiße, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich weiß nicht. Ich würde vielleicht sowas sagen wie, dass man. Gott, das soll nicht das einzige Thema hier werden, aber dieses transsexuelle Thema ist halt so etwas, was mich schon ganz schön lange begleitet. Und ich glaube, da würde ich schon sagen, hör mal, das geht nicht wieder weg. Das bleibt. Mach jetzt, noch hast du eine Chance. Noch hast du eine Chance, dass alles wieder gut wird und noch kannst du dein Leben leben. Noch. Jetzt bin ich alt. Aber so alt bist du gar nicht. Ich werde 26, das dauert nicht mehr lang. Ja, und dann kann ich offiziell sagen, dass du 26 bist. Hä, bitte? Ja, da kann ich offiziell sagen, dass du 26 bist, weil ich will ja nichts sagen, aber davor habe ich so immer so gesagt, hey, die war doch 26 und dann war der doch. Ach so, ja nicht, dass du ab dann immer sagst, 27, ne? Ich hoffe Ja. mal nicht. Mach mich nicht noch älter. Ich sag's dir. Also, mein Körper ist jetzt schon am Sterben. Das ist schon heftig. Okay, Grüße gehen raus an Simon. Er hat mal gemeint, du siehst aus wie eine typische 26-Jährige. Das sollte keine Beleidigung sein. Das ist irgendwie voll knuffig von ihm. Okay. Wow, ich fühl mich geehrt. Ich höre mich aber nicht an wie eine typische 26-Jährige. Ja. Von der Stimmlage her, von dem, was ich sage, vielleicht. Aber. Ja, auf jeden Fall. Okay, was ist deine Lieblingsteesorte? Ich bin da super langweilig. Ich trinke Pfefferminztee. Manchmal. Ich bin eher ein Kaffeemensch, um ehrlich zu sein. Ich habe meinen Kaffee jetzt auch schon wieder ausgetrunken. Tragisch. Ich weiß. Ich weiß. Wie stehst du zu dem Buchstaben X? Oh. Ich glaube, der hat mich ein bisschen geprägt, oder? Eventuell. Also, alleine in dem Wort Imperatrix ist ein X drin. Ich meine, das alleine sagt ja schon aus, dass das beste Buchstabe überhaupt ist. Verwende ja auch in meinem Stream-Layout dieses X und auch in meinen Thumbnails. Also, das X hat für mich schon eine kleine Bedeutung. Vielleicht auch in Verbindung mit Xenoblade. Ich meine, ich mag Xenoblade. Ja, ich mag X. So. Das ist halt ein ungewöhnlicher Buchstabe. Ja, also sowas mag ich auch. Ich liebe ja ungewöhnliche Dinge, also so ungewöhnliche Namen, ungewöhnliche Buchstaben. Und ich bin damals zum Gericht gegangen und habe gesagt, ab jetzt möchte ich Sarah heißen. Und die haben auch gesagt, ja, das ist ein ganz schön ungewöhnlicher Name. Wie kamen Sie darauf? Ja. Danke. Wenigstens bleibt man dadurch einzigartig. Ja, ich bin einzigartig, okay. Ja. Aber das Problem ist halt, dadurch, dass jeder einzigartig ist, ist eigentlich niemand einzigartig. So, jetzt dürft ihr euch alle seltsam fühlen. Ich habe euch gerade seltsame Menschen genannt. Man kriegt das am meisten raus. Mit der Schleife. Ich bin hier noch die Normalste, okay? Okay. Ach, Schleifchen sind toll. Okay. Welche drei Videospielreihen kannst du am ehesten empfehlen? Das ist immer so eine schwierige Frage. Banjo-Kazooie. Alla hopp, Banjo-Kazooie. Also, mit den Reihen ist das immer so eine Sache. Es gibt in jeder Reihe, glaube ich, mindestens einen Teil, wo man sagt, boah, das war jetzt nicht so die Nummer, ne? Also, ich weiß nicht, ob du das auch schon so wahrgenommen Ja. hast, aber es gibt es immer mal. Und Banjo-Kazooie hat halt auch einen Teil, wo man sagt, Alter. Puh! Da sollte man die Finger von lassen. Ja, Xenoblade Chronicles, da muss ich aber auch sagen, dass ich Xenoblade Chronicles X nicht mochte. Ich meine, Xenoblade Chronicles X hatte tolle Charakter, aber das haben die anderen Teile halt auch. Nur die sind dazu spielerisch und storytechnisch gut, was halt Xenoblade Chronicles X leider nicht ist. Schade. Und eine dritte Reihe. Smash Manners, weil Smash Manners hat mich schon immer bewegt. Super Smash Brothers. So, ich glaube, nicht jeder kann mit Smash Manners was anfangen. Ja. Okay, und deine Lieblings drei Soundtracks? Okay, warst du noch nicht fertig? Was kannst du noch weiter sagen?
Für jeder, damit ihr mich kennenlernt, erstmal Grüße an alle. Ich hänge an jedem Wort einfach ein Männers ran und bin dann glücklich. Ja. So, die Soundtracks hast du gerade gesagt? Ja. Ja, also eigentlich ist das relativ einfach, ne? So Persona, also vor allem Persona 5, dann Xenoblade Chronicles Torn, also Golden Country und Super Smash Bros. Ultimate. Ich denke, ich bin durch. Ja. Bestens, das sind die besten drei Soundtracks, die man finden kann. Ja, definitiv. Ist Smash Bros. Jetzt eigentlich geschummelt, weil er hat halt alle Nintendo-Franchisen mit drin? Ich glaube, dass ich noch gelten. Okay. Okay. Schere, Stein oder Papier? Muss ich jetzt einen Running Gag einfügen? Kannst du mal. Wir sagen mal Stein! Gut. Zu schön. Okay, was war das Letzte, was du aus deinem Kühlschrank geholt hast? Milch für meinen Kaffee. Ja, ich habe mir gerade was eingemacht, das war jetzt nicht so schwierig. Und davor, glaube ich, was zu essen, weil ich hatte mir gestern was gemacht und ja, habe es jetzt wieder warm gemacht. Also du pustest ja viele... ja viele Katzen. Was fasziniert dich so an Katzen? Ich puste doch nicht viele Katzen, was ist denn los? Das wäre mir ganz neu. Also ich bin mit Katzen groß geworden. Ich hatte schon immer in meinem Leben mindestens eine Katze, die, wie soll ich sagen, ein dummes Stück Scheiße war. Aber ich habe sie alle gebracht. Also das ist, ich glaube, dadurch bin ich halt auch so ein bisschen katzenfanatisch geworden, einfach weil ich so von diesen Katzen geprägt worden bin. Also ich hatte so viele schon, so viele im Leben und die hatten alle ein schönes Leben und es ist einfach, ja, ich weiß, ich meine, wenn die auch zu einem kommen und mit einem kuscheln und sowas, das ist einfach schön. Ich liebe Katzen einfach. Und dass ich jetzt mehr Katzen poste als Frettchen oder Waschbären, ist einfach dem verschuldet, dass mehr Leute Katzen halt haben und oder posten. Und dementsprechend kann man das leichter, naja, retweeten oder sowas. Also das ist dann etwas leichter, als wenn man jetzt sagt, ja gut, jetzt muss ich erstmal nach einem Brettchen oder nach einem Waschbär suchen. Sonst, wenn das etwas häufiger wäre, würde ich da auch mehr von posten. Das sage ich ganz offen. Okay, was bedeutet für dich das Wort Miep? Alles. Es ist das einzig Wahre. Miep ist so eine Universalantwort auf alles. Und wenn man sich so denkt, ja, das Leben ist schon manchmal so ein bisschen langweilig, da denkt man einfach so, Miep. Ja. Und es passt. Und wenn ich so, ja, das, ich wurde gerade erleuchtet, das ist die Wahrheit. Und deshalb, ich, Miep. Das passt halt wirklich zu jedem. Ja, probiert's aus. Es geht. Okay. Und zu dem Wort Schmu. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich auf das Wort Schmu gekommen bin. Das ist eine gute Frage eigentlich. Also, ich weiß, dass ich das irgendwann in meiner Kindheit gehört habe. Und ich weiß halt auch, dass das Unfug bedeutet. Und ich habe so gedacht, ja, Schmu. Irgendwann dachte ich so, Schmu. Ich weiß halt nicht warum. Aber auch das hat sich so ein bisschen dann etabliert, ne? Also, ich weiß nicht mehr warum einfach. Ich habe einfach gedacht, ja, dieses Wort ist sehr, sehr seltsam. Und keine Sau benutzt das mehr heute. Und deshalb habe ich gedacht, ja. Herzlichen Glückwunsch, ich bin Imperatrix-Server, ich benutze das ab jetzt. Und ja, das ist Schmu. Ja, ich glaube, das Wort werde ich immer mit dir verbinden. Ich fand das sehr lustig, weil nachdem ich das etabliert hat so, ich mache den zweiten Gruß an Svenja, hat Svenja so gemeint, das Wort gibt es gar nicht und das ist doch von dir ausgedacht. Und ein paar Tage später hat meine Chefin dieses Wort mir gegenüber verwendet und ich war so glücklich in dem Moment. Ich dachte, ja, von wegen, ich hab's mir ausgedacht. Ha! Das war schön. Das ist halt einfach ein echt gutes Wort. Hm. Ja. Auf und jeden Fall. Ich bin auch überhaupt noch gar nicht damit Leuten auf die Nerven gegangen. Benutzt das im Privaten? Ich benutze das manchmal.
Manchmal schreibe ich das auch nur random. Das finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Respekt. Verwendet alle ab jetzt das Wort Schmu. Ja, und Miep. Und Miep. Und den Miep-Montag. Der ist wichtig. Ja. Okay, vorletzte Frage. Welchen Tipp oder welche Lebensweisheit würdest du den Zuschauern oder Zuhörern mitgeben? Lebensweisheit, Alter, das ist... Oh Gott. Ich finde die Frage wirklich, wirklich schwierig. Ihr solltet einfach mehr auf euch hören, denke ich. Also, wenn ihr unzufrieden seid, dann ändert etwas in eurem Leben. Ihr könnt etwas ändern, auch wenn das manchmal so unglaublich schwierig erscheint. Setzt euch einfach ran, probiert euer Bestes. Und hier noch ein paar Floskeln einfügen, die halt euch jeder sagen würde. Keine ja. Ahnung. Fallt nicht hin, esst keine Seife. Ja. Irgendwie sowas. Notieren wir das. Okay, hast du eigentlich mittlerweile einen Charakter gefunden? Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber ich habe gedacht, schwierig. Ich finde das wirklich noch nicht so leicht. Vielleicht Palutena, keine Ahnung, die ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay. So dieses, immer irgendwie so ein paar weiße Worte für irgendwas zur Verfügung haben, und ich auch denke, warum jetzt, aber okay. Ich akzeptiere es, hast ja recht. Ja. Hast auch einen Charakter gefunden, der einen Monokel trägt. Außer der aus Fire Emblem. Oh, ich wollte gerade sagen, ne? Also was ist mit Tenneman? Den hab ich gefunden. Ist das die letzte Frage? Nein. Okay, das war jetzt nur spontan. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt die letzte Frage wäre, oh Gott. Da hätte ich mich wirklich noch vorbereiten müssen. Oh, Charakter mit Monokel. Da fällt leider immer noch keiner ein. Tragisch. Ja, da achte ich wirklich zu wenig drauf. Es tut mir leid. Okay, dann kommt jetzt die letzte Frage. Wann kommt der UNO-Stream? Fick dich. Ich glaube, das war die beste Antwort, die ich geben kann. Ja. Ach du Scheiße. Der UNO-Stream, den habe ich jetzt auch schon wieder sowas von vergessen. Miep. Okay. Schade, und ich habe mich jetzt so darauf vorbereitet, auf die Frage, wieso hast du mit YouTube angefangen? Ich habe mich so darauf vorbereitet. Die Frage kannst du gerne auch beantworten. Ja, jetzt ist ja uncool, wenn ich die jetzt einfach beantworte. Wenn die nicht mal gestellt wurde. Was sind dir selber gestellt? Ja, nee. Ach, nein. Dann frage ich das halt in deinen nächsten FAQ-Stream. Toll, im nächsten FAQ-Stream. Ach, wer weiß, wann der kommt. Ne? Ich meine, Xenoblade steht bald wieder an. Es kommt bald. Es gibt bald einen neuen Xenoblade-Teil. Ja. Einen neuen alten. Mit einem neuen. Ja. Ach, zu schön. Also, hiermit wäre ich am Ende. Wie hat dir das bisher gefallen? Ja, ich beantworte ja gerne sinnlose Fragen. Danke. Immer wieder gern. Ich habe Spaß an sowas, also. Ja, ich hab ja auch angefragt, ob ich hier sein darf. Also, wenn jemals wieder so etwas sein sollte, dass du wieder random Fragen hast, ich bin gerne da. Mir hat's gefallen, ich hatte Spaß. Okay. Erwarte aber nicht, dass ich mich kurz fasse. Das wird vielleicht nicht passieren. Okay. Cohen! Mir ist ein Charakter eingefallen. Fucking Cohen! Okay. Oh. Okay, das war jetzt wirklich unerwartet. Ich sag doch, irgendwann random, einfach flupp, da ist er jetzt. Ich bin auch ein naives Stück Scheiße. Und nervig. Ist Absichtssache. Ja, das stimmt. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte, ne? Ja, ansonsten schaut noch bei ihr vorbei auf Twitter. Unter den Streams.
Ach, so Bullshit macht das nicht, das ist langweiliger Scheiß. Okay, das halt nicht. Okay, vergesst es. Okay, also dann, danke fürs Reinschauen und Reinhören und danke, dass du dabei warst. Ja, danke. Ja. Danke. Also, bis dann. Ciao.